ich begrüße ganz herzlich meinen allerersten Gast. Das ist Ingmar Strese. Er war mehrfach Referatsleiter im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Er war außerdem erster Botschaftsrat in den Botschaften, deutschen Botschaften im Vereinten Königreich und Irland. Er hatte außerdem einen Leitungsposten in der Verbraucherzentrale im Bundesverband und ist seit Dezember 2018 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Damit sind Sie jetzt auch verantwortlich für einen nicht ganz unbeträchtlichen Teil von Planung und Bau der neuen Stadtquartiere. Wie sieht denn Ihre Aufgabe dabei aus? Was sind die Dinge, um die Sie sich da kümmern? Was passiert da in Ihrem Bereich? Und ja, ich danke der Technik dafür, dass Sie jetzt mit der Kamera mich unterstützt haben beim Anschalten der Kamera. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Auch wenn wir direkt uns nicht sehen, ist es immer besser, doch ein Bild vor sich zu haben. Hallo, auch in die große Runde. Über 400 Teilnehmende finde ich super, weil es auch ein spannendes Thema ist. Und das macht auch den Reiz meiner Aufgabe aus. Die Verkehrspolitik ist natürlich ein Element der Stadtentwicklung, wie auch Umwelt und Klima, die anderen Elemente unseres Hauses, den UVK, in die Stadtentwicklung mit hineinspielen. Wir haben eben gehört, dass manche Stadtentwicklungsgebiete lange brauchen, von der Planung bis zur Umsetzung, 10, 20 Jahre. Manche gehen aber auch schneller, gerade Bebauungspläne gehen relativ schnell. Und wir versuchen dann, die Stadtentwicklung und die Verkehrsplanung miteinander zu koordinieren. Dass wir natürlich die Verkehrswege dann auch fertig haben, wenn die Personen dort einziehen oder zur Arbeit fahren. Es sind ja oft auch gemischte Gebiete mit Gewerbe oder auch Schülerinnen und Schüler, die zur Schule fahren. Das ist nicht immer ganz einfach, das so tatsächlich übereinzubekommen, weil man in den Planungsprozessen viele Unwägbarkeiten hat. Wir gehen aber von ein paar Prämissen aus. Für uns als Verkehrsverwaltung, aber als gesamter Senat ist schon auch klar, wir wollen Verkehrserschließung autofrei, autoarm haben. Das heißt, die neuen Gebiete, auch die künftigen, die noch kommen, im Moment haben wir so 16 zentrale Erschließungsgebiete, sollen weitestgehend ohne Autos auskommen. Sie sollen auch an den ÖPNV angebunden werden, also öffentlichen Personennahverkehr und den Umweltverbund insgesamt, sprich Radwege, Radschnellverbindungen. Das erleichtert das natürlich, wenn es schon irgendwo bestehende Verbindungen gibt, S-Bahn-Trassen, U-Bahn, Straßenbahn oder Ähnliches. Dort, wie zum Beispiel am Blankenburger Süden, wo man ein Gebiet quasi neu erschließt, dort dauert das dann natürlich viel länger, weil man neue Straßenbahnlinien, zum Beispiel die M2, jetzt planen muss. Die S-Bahn dort in der Nähe gibt es aber auch schon. Insgesamt ist uns dabei wichtig, dass wir Quartiere der kurzen Wege kriegen, sodass wir insgesamt nicht neuen Verkehr induzieren. Autoarm, autofrei heißt ja meistens nicht komplett ohne jeden Autokilometer, weil es so Randquartiersgaragen oder Ähnliches in der Nähe gibt. Viele Personen oder einige brauchen das Auto aus verschiedensten Gründen, seien sie mobilitätseingeschränkt oder andere Gründe. Darüber hinaus haben wir als Umweltressort natürlich auch das Ziel, dass wir möglichst emissionsarm die Stadtquartiere entwickeln, sprich, was wir erlebt haben, jetzt gehört haben, Kurt-Schumacher-Quartier, Holzbauweise, also auch wenig Emissionen durch Beton oder Ähnliches in der Generierung der Baustoffe. Wir wollen Solarpflicht als Land auch einführen für öffentliche und private Quartiere. Wir wollen natürlich einen relativ geringen KW-Standard, also Wärmestandard, hohen effizienten Wärmestandard integrieren. Die Fernwärme soll vollständig grün sein. Schwarmstadt ist vor ein paar Mal aufgekommen. Das Thema also Entwässerung, entgegen Versiegelung, das heißt, dass Neubaugebiete möglichst das, was an Wasser kommt, selbst verarbeitet, dass man möglichst wenig in die öffentliche Kanalisation leiten muss. Und insgesamt soll natürlich die Aufenthaltsqualität in solchen Quartieren steigen, dadurch, dass weniger Verkehr ist. Vorhin kam im Chat auch mal der Bereich kindgerecht. Ich glaube, so Mischverkehrsflächen, wo keine oder nur sehr langsame Pkw oder Fahrzeuge fahren, wo man sich dann eben gut aufhalten kann, eben auch mit Kindern, das ist so der richtige Weg. Noch zwei Sätze. Wichtiger Aspekt, Artenschutz kam vorhin auch ein paar Mal. Natürlich muss man im Vorfeld gucken, gibt es seltene Tierarten auf bestimmten Gebieten. Da muss man dann frühzeitig schauen, dass man Ausgleichsgebiete findet oder Ausweichgebiete, Ausgleichsflächen. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass man in den Gebieten für den Artenschutz was tut. Wir arbeiten gerade dran im Bereich Nistkästen, Vogelschlag, Dachbegrünung oder solche Dinge in der Bauordnung Veränderungen vorzunehmen. Und schließlich und endlich geht es auch darum, dass man das Bauen natürlich relativ flächensparend macht.
Berlin ist natürlich begrenzter Raum. Wir wollen ja nicht komplett zubauen. Im Gegenteil, wir wollen viel Grün haben. Das ist auch Tradition hier in Berlin, auch fürs Stadtklima im Rahmen des Klimawandels. Denn Grün schafft ja auch Kühlung. So viel erstmal einleitende Worte von mir. Vielen Dank, Ingmar Strese. Erstmal, wir kommen gleich wieder mit diversen Fragen zurück. Mein nächster Gast, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, ist Dr. Jochen Lang. Er hat Politikwissenschaften studiert und war auch Mitarbeiter in diversen Forschungsprojekten, außerdem Referatsleiter im Bundesbau- und Umweltministerium, dann Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin und ist jetzt Abteilungsleiter in der Senatskanzlei in Berlin. Das heißt, Sie sind hier Kenner der Verfahren in der Verwaltung. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihr Eingangsstatement und hoffen, dass Sie diese tiefe Einsicht mit uns teilen werden. Ja, vielen Dank, Frau Billig. Ich muss wahrscheinlich mindestens die Hälfte Ihrer Erwartungen enttäuschen, die Sie jetzt anmoderiert haben, aber ich versuche es mal ein bisschen. Sie hatten mich ja gebeten, ein bisschen was über Bodenpolitik auch zu sagen. Und wie gehen wir mit öffentlichem, mit privatem Boden um? Wenn wir uns die drei Beispiele anschauen, fällt gleich mal auf, wir haben alles dabei. Wir haben die Tegel-Nachnutzung, das ist komplett öffentliches Eigentum. Wir haben die Siemensstadt, das ist komplett privates Eigentum. Und in Blankenburg ist das teils, teils. Da haben wir Gott sei Dank eine ganz gute Linie inzwischen in Berlin, dass wir sagen, städtisches Eigentum, das, was wir noch haben, das behalten wir auch, um es dauerhaft steuern zu können. Und wir bauen darauf möglichst selbst, indem also die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften dort die Wohnungen bauen. Wenn wir Flächen abgeben für eine private Nutzung, war beispielsweise bei Tegel auch schon genannt, dann machen wir das nur über das Erbbaurecht, weil wir dann dauerhaft das Eigentum an den Grundstücken behalten und eben auch dauerhaft steuern können bis hin zur Miethöhe, was auf diesen Grundstücken gemacht werden kann. Auf privatem Eigentum ist es etwas schwieriger. Glücklicherweise haben wir im Baurecht auch einige Möglichkeiten, dort über das Planungsrecht zu steuern. Das Berliner Modell ist schon verschiedentlich genannt worden, um Sozialwohnungen auch auf privaten Grundstücken zu sichern. Aber darüber hinaus gibt es ja in Bebauungsplänen sehr viele Möglichkeiten für Festsetzungen und politische Vorgaben in der Stadtentwicklung umzusetzen. Ganz wichtig auch nochmal ein Hinweis, den Herr Gernach zum Blankenburger Süden gegeben hat. Sowas wie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen sind zwar mühsame, aber sehr anstrengende, aber sehr wichtige Instrumente, um Spekulationen mit Boden zu bremsen. Zu einer verantwortungsvollen Bodenpolitik gehört aber nicht nur, den privaten Vorgaben zu machen. Das ist ganz wichtig, aber es ist auch wichtig, das öffentliche Vermögen auch zu nutzen, um die öffentlichen Zwecke erreichen zu können. Das heißt also, dass wir Flächen, die wir haben, es sind meistens nicht mehr sehr viele, sie sind knapp, dass wir die auch nutzen und sie nicht liegen lassen aus Angst vor Protests oder vor schwierigen Entscheidungen. Denn Stadtentwicklung braucht manchmal Mut, gerade auch schon mal erwähnt worden. Neue Stadtquartiere zu entwickeln, braucht einen langen Atem und viel Kraft. Dazu braucht man zunächst mal eine starke Verwaltung, die selbstbewusst ist, die kompetent ist, die auch so auftreten kann, die gutes Personal hat, die auch genug Geld hat, um mal ein Gutachten machen zu lassen, um nicht abhängig zu sein von privaten Eigentümern. Aber so eine Verwaltung braucht auch klare Vorgaben der Politik. Und das sind sowohl Vorgaben zur Qualität, ökologische, Holzbau hatten wir gerade, soziale Vorgaben zum Verkehr etc. Da gibt es ja Leitlinien für die neuen Stadtquartiere in Berlin. Das ist aber für die Verwaltung sehr wichtig, dass sie auch klare politische Vorgaben hat zu den inhaltlichen Eckpunkten dieser Quartiere. Ich sage mal ein paar Beispiele, wenn es von der Politik eine klare Vorgabe gibt, wie groß ist das Quartier, wie viele Wohnungen sollen dort sein, wie viel Gewerbefläche, wie viel Fläche Park, wie sind die zeitlichen Meilensteine für diese Quartiersentwicklung, wann soll der B-Plan fertig sein, wann ist die Planfeststellung für die Tram fertig, ist das für die Verwaltung eine wichtige Vorgabe, es macht ja aber die Umsetzung sehr viel leichter. Am Ende vor allem in den Verhandlungen mit den vielen Partnern, die da ganz viele Anliegen haben. Das ist für Politik zunächst schwierig, weil man diese Vorgaben sehr früh machen muss, wenn noch sehr vieles unklar ist. Und man braucht auch ein bisschen Mut, denn jedes dieser Projekte wird immer Protest der üblichen NIMBYs und anderen, die auch nachvollziehbare Einwände gegen so ein Projekt haben. Aber es ist erstens nötig und zweitens lohnt sich es auch. Denn ambitionierte Projekte, wie wir sie heute auch vorgestellt bekommen haben, mit hohem ökologischen Anspruch, mit einer sozialen Zielsetzung, die auch wirklich schnell einen Nutzen für die Stadt bringen sollen, die sind nur möglich mit einer klaren politischen Festlegung, denn sonst kommt nur der kleinste gemeinsame Nenner raus, wenn man eben nicht eine klare politische Zielsetzung hat, die möglichst breit getragen ist von der Stadtregierung, die auch über Legislaturperioden hinaus hält. Wir hatten ja Zeithorizonte von 10 bis 30 Jahren genannt bekommen.
Es ist möglich. Wir haben zwei Beispiele genannt bekommen, wo das geht. Bei der Tegel-Nachnutzung wurde über viele Jahre dieser politische Konsens aufgebaut und entwickelt. Bei der Siemensstadt ist das alles sehr schnell gegangen. Und wenn man das macht, hat man den großen Vorteil, es ist dann viel schwieriger, solche Projekte zu zerreden. Sondern man kann das machen, was man auch tun muss für die Stadt. Und dafür reichen drei Worte, die alle drei gleich wichtig sind und die ich deswegen nochmal am Schluss betonen möchte, diese Projekte gemeinsam gut zu machen. Vielen Dank, Herr Dr. Lang. Wir kommen gleich zu Ihnen zurück und ich begrüße ganz herzlich Jörn Altmann. Er war Geschäftsführer der MCA Immobilien in seinem Beruf, ist dann außerdem ab Anfang des Jahrtausends ehrenamtlich Bezirksverordneter für Bündnis 90 Die Grünen in Tempelhof-Schöneberg gewesen, war dann lange Jahre dort auch Fraktionsvorsitzender und ist seit 2016 Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg und Leiter der Abteilung Stadtentwicklung und Bauen. Ihre Arbeit ist jetzt auf einer anderen Ebene, die aber auf jeden Fall nicht weniger wichtig ist. Wir freuen uns über Ihre Erfahrungen mit den Stadtquartieren, auch in Ihrem Bezirk, und was es da auf Bezirksebene für Herausforderungen gibt. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank, Frau Billig, für die netten einführenden Worte. Ich muss Sie leider korrigieren. Ich bin nicht Bezirksbürgermeister, sondern nur stellvertretender Bezirksbürgermeister. Aber wie Sie schon zu Recht angesprochen haben, Stadtrat für Stadtentwicklung und Bauen in Tempelhof-Schöneberg. Damit sozusagen einerseits für die planenden und genehmigenden Bereiche bei mir zuständig, aber auch für das eigene Bauen, für das eigene Bewirtschaften bezirkseigener Immobilien. Und weil eben der Holzbau angesprochen worden ist, will ich nicht unerwähnt lassen, dass meine Serviceeinheit Facility Management das fliegende Klassenzimmer entwickelt hat. Ein modularer Holzsystembau in Holztafelbauweise, der uns in die Lage versetzt, schneller mit der Sanierung von Schulgebäuden voranzukommen, aber sie auch dafür zu verwenden, um die notwendigen Schulerweiterungsbauten zu platzieren an der Stelle. Alles zu guten Lehr- und Lernbedingungen, weil in Holz fühlen sich die Menschen einfach wohl an der Stelle. Aber zurück zur Stadtentwicklung. Es ist in der Tat richtig, dass wir in Tempelhof-Schöneberg nicht die Flächenpotenziale zur Verfügung haben, wie sie in Spandau oder wie sie in Pankow vorherrschen. Wir müssen uns mit dem zufriedenstellen, was sozusagen der Bestand hergibt an der Stelle. Dennoch gibt es durchaus Potenziale, die sich lohnen zu entwickeln. Dabei fällt eben auf, dass wir wenig landeseigene Flächen zur Verfügung haben und wir gehalten sind, mit privaten Investoren bestimmte Projekte voranzubringen. Und da kommt es mir sehr darauf an, dass wir von vornherein ein gemeinsames Bündnis, eine gemeinsame Idee für die jeweiligen Stadtentwicklungsquartiere entwickeln. Sie sollen gemischt sein, sie sollen für die Öffentlichkeit nutzbar sein. Das heißt, wir werden auf privatem Grund und Boden öffentliche Fuß- und Radwege anlegen, die sich dann prima auch an das öffentliche Netz ergänzen sollen an der Stelle, damit wir einen Mehrwert generieren, nicht nur für das Quartier als solches, sondern eben auch darüber hinaus etwas dafür tun können, dass die Mobilitätswende auch vor Ort vorankommt. Als Beispiel möchte ich unser Projekt Marienhöfe an der Stelle nennen. Dort werden wir genau quer durch das Quartier einen öffentlich nutzbaren Fuß- und Radweg anlegen, aber auch in Ost-West-Richtung wird es diesen geben. Daneben werden wir neue Grünflächen schaffen lassen mit dem privaten Investor, die es vorher gar nicht gegeben hat. Das heißt, wir werden entsiegeln in Größenordnung. Wir werden eine neue Aue anlegen und einen neuen Park schaffen, den es ebenfalls nicht gegeben hat. Dieses gemischte Stadtquartier steht genau dafür, wie man Stadtentwicklungspolitik an der Stelle betreiben sollte, mit einem hohen Maß an Beteiligung. Wir haben zwei Werkstattverfahren durchgeführt, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, wo wir uns über den öffentlichen Raum Gedanken gemacht haben, wie der zu gestalten ist. Aber wir haben eben auch versucht, von vornherein glatt zu ziehen, dass wir einen hohen Anteil haben an Gewerbe in dem Standort, weil wir Wohnen und Arbeiten auf kurzen Wegen zusammenbringen wollen. Wir werden dort 60.000 Quadratmeter Geschossfläche Gewerbe haben mit einem Handwerkerzentrum, wo es garantierte Mieten gibt für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Qualitäten, die eben genannt worden sind in den Quartieren, die vorgestellt worden sind, sind wirklich außerordentlich. Das fällt natürlich im Bestand sehr viel schwerer, sozusagen diese Qualitäten auch zu verwirklichen. Dennoch geben wir uns größte Mühe, dies auch zu erreichen. Und das kann nur gelingen, wenn wir auf Augenhöhe mit dem privaten Investor diese Projekte an der Stelle angehen. Wir wollen natürlich hier auch das kooperative Baulandmodell entwickeln. Das heißt, private Investoren sind dann gehalten, 30% sozialen
Wohnungsbau anzubieten an der Stelle. Aber ich lege großen Wert darauf, dass in dem frei finanzierten Anteil es dann zu einem gelungenen Mix an Mietpreisen kommt, sodass sich auch mittlere Einkommen dort ansiedeln können und wir eine wirklich gemischte Situation haben an der Stelle. So zieht sich das eigentlich durch. Es ist immer die große Aufgabe, wenn wir Quartiere entwickeln wollen im Bestand, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Dabei werden wir nicht jeden überzeugen können, dass diese Quartiersverdichtung dann notwendig ist an der Stelle. Aber wenn wir mehr Werte generieren, dann können wir zumindest die Leute mit auf die Seite ziehen, die durchaus anerkennen, dass wir nach wie vor eine Wohnungsnot in der Stadt haben und dass wir alles dafür tun müssen, die soziale Infrastruktur zusammen mit dem Wohnungsbau stattfinden zu lassen. Vielen Dank erstmal, Herr Oltmann. Ich habe eine erste Frage an Ingmar Strese. Und zwar haben Sie jetzt eben schon mal irgendwie durchblicken lassen, Versiegelung ist eine Sache, die beim Bauen stattfindet, die wir aber möglichst gering halten sollten. Wir hören in letzter Zeit immer wieder mal über das Ökokonto. Wie kann das Ökokonto Bauvorhaben beschleunigen und andererseits eben auch für Umwelt- und Klimaschutz sorgen? Ja, danke, Frau Billig. Das Ökokonto ist ein Konzept, dass wir quasi vorlaufend vor Bauentwicklung, Bauvorhaben in Berlin bestimmte Flächen ausweisen, die einen hohen Naturgehalt haben, Artenvielfalt, Biotope, die dann auch vielfältig sind und die dann quasi im Vorfeld schon mal als Ausgleichsflächen dienen für spätere Bauplanungen. Zum Beispiel ganz konkret Blankenburger Süden, da geht natürlich eine Menge an Natur verloren, es wird versiegelt und da ist jetzt schon was eingepunktet sozusagen, eingebucht ins Ökokonto, sodass man jetzt schon sagt, wir haben schon eine Ausgleichsmaßnahme für den Blankenburger Süden, wir müssen darauf nicht warten, müssen uns damit beschäftigen, sondern haben da schon etwas im Vorfeld erreicht. Okay, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Dr. Lang. Und zwar interessiert mich Projektsteuerung, also ganz praktisch, wie können wir unsere Stadtquartiere umsetzen? Wie wichtig ist gute Projektsteuerung, gutes Projektmanagement und wie geht das eigentlich? Wichtig sind die Voraussetzungen dafür, nämlich der klare Auftrag. Also eine klare politische Verständigung, was mit diesem Projekt erreicht werden soll. Ich glaube, am einfachsten ist das, am Beispiel Tegelnachnutzung sich anzuschauen, weil die Kollegen hatten dort auch die nötige Zeit oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit, als sie sich gewünscht hatten, diese Planung so weit vorzubereiten, dass man dann starten kann, wenn es losgeht. Ähnlich war es bei der Siemensstadt, da ging das allerdings alles ganz schnell. Wenn wir also ganz klar wissen, was ist von der Stadt hier gewünscht, von der politischen Führung dieser Stadt, das ist der Senat, das ist das Abgeordnetenhaus oder in den Bezirken entsprechend das Bezirksamt, die BVV. Wenn dort Klarheit besteht, dann ist das erstens was, was man allen einfach kommunizieren kann und was zweitens heißt, dass alle Handelnden wissen, was sie jetzt zu tun haben. Und in so einer Situation braucht es dann eigentlich nur noch eine klare Zuschreibung, wer ist verantwortlich. Das ist in der Regel die politische Spitze, der Bezirksbaustadtrat beispielsweise, der das Projekt verantwortet, das er gerade vorgestellt hat oder der alle Fragen im Zweifel zu klären hat. Und dann, ich sag mal, welche Verfahren, welche Struktur man genau nutzt, ist gar nicht so wichtig. Ob das jetzt Steuerungsgruppen sind oder Taskforces oder Vergleichbares, Hauptsache es ist eine klare Linie da, es ist eine klare Verantwortung da, sodass jeder weiß, wenn es ein Problem gibt, das unerwartet war, und das gibt es bei all diesen Projekten ständig, ist immer klar, wer hat es zu klären, in welchem Rahmen ist das zu klären und wenn dieser gesetzte Rahmen zu ändern ist, wen muss man damit befassen, also muss man damit zum Abgeordnetenhaus, muss man damit zum Stadtrat, muss man damit zum Senator. Aber diese klare Verantwortungszuschreibung, die hilft, die ist nicht immer ganz üblich bei allen Projekten in Berlin, aber wir praktizieren das jetzt auch häufig genug, um zu wissen, dass es funktioniert. Und um Herrn Kirchner zu zitieren, das macht dann ja auch Spaß, wenn man sieht, dass es funktioniert. Vielen Dank, Herr Dr. Lang. Ich habe eine nächste Frage an Jörn Oltmann. Und zwar haben Sie eben ja schon ein bisschen so aus der bezirklichen Praxis berichtet. Was sind denn so ganz konkrete Probleme, die da auch schon mal auftauchen können? Und was gibt es für Lösungen? Wie haben Sie da das Ganze dann doch noch zu einem guten Ende bringen können? Und vielleicht können wir da für viele andere Projekte ja auch durchaus noch etwas draus lernen, etwas draus ziehen und manche Dinge auch übertragen.
Na, das Wunder-Allheilmittel habe ich natürlich auch nicht zur Verfügung, aber man kann schon sagen, dass bei Nachverdichtungsprojekten natürlich immer bei der Frage der Verkehrsbelastung, bei der Frage der Lärmbelastung immer sozusagen nach oben etwas draufgepackt wird an der Stelle. Und dieses so zu kompensieren und dafür neue Lösungen zu erfinden, das ist schon eine sehr herausfordernde Arbeit an der Stelle. Und es ist wichtig, dass wir hier die anwohnende Bevölkerung dann auch mitnehmen. Ich hatte eben schon die Rad- und Fußwege angesprochen, die wir dann auf privatem Grund öffentlich nutzbar anlegen wollen. Das ist ein Element. Ein weiteres Element ist natürlich, dass es ein umfassendes Mobilitätskonzept an der Stelle auch geben muss, das darauf setzt, dass eben nicht der private Autobesitzer zuallererst auf die Flächenzugriff teilnehmen kann, sondern dass wir mit Sharing-Modellen arbeiten hinsichtlich des Kfz-Verkehrs, dass wir aber auch mit Sharing-Modellen beim Radverkehr arbeiten und dass wir auch darüber nachdenken, gemeinsam mit dem jeweiligen Investor und Bauherrn, wie wir es schaffen können, dass wir neben den Anforderungen, die uns die Bauordnung stellt, zusätzlichen Komfort schaffen. Also Stichwort Fahrradparkhaus oder auch überdachte Fahrradabstellanlagen. Wir haben ja in der Bauordnung für Fahrradabstellanlagen schon einiges geregelt, aber es muss darum gehen, dass wir einen Mehrwert schaffen, der, ich sag mal so, darüber hinausgeht. Und dann ist es auch wichtig, dass der ein oder andere Hinweis, der aus der Bevölkerung kommt, dann auch aufgegriffen wird und in die städtebauliche Gesamtfigur durchaus einfließen lassen kann. Also wir haben uns zum Beispiel bei Marienhöfe dazu entschlossen, dass wir auf einen Hochpunkt tatsächlich verzichten. Dafür haben wir aber diese Geschossfläche auf andere Gebäude verteilen können und damit sozusagen beiden Seiten gerecht werden können. Diese Lösungsmöglichkeiten bestehen nicht immer, aber es kommt eben darauf an, dass wir einen guten Austausch pflegen und dann eben auch im Gespräch bleiben, auch wenn es schwierig wird an der Stelle. Dankeschön, Jörn Oltmann. Ich darf unsere Teilnehmerinnen nochmal dazu ermutigen, gerne auch ganz viele Fragen hier im Chat zu stellen. Herr Ingmar Strese ist sehr, sehr beliebt. Für den gibt es eine ganze Reihe von Fragen, aber unsere anderen beiden Gäste sind mindestens genauso spannend in ihrem Berufsalltag und können Ihnen bestimmt auch ganz viele gute Fragen beantworten. Aber erstmal zu Herrn Strese. Ganz interessiert sind viele unserer Teilnehmerinnen am Schumacher-Quartier und zwar am Verkehr im Schumacher-Quartier. Da gibt es die Frage von Detlef Kegel. Nach der Absage der Verlängerung der U6, wie soll das Schumacher-Quartier erschlossen werden? Wird es ÖPNV innerhalb des Quartiers geben? Eine Frage von Joachim Krei geht in eine sehr ähnliche Richtung. Wie soll das Schumacher-Quartier an den ÖPNV angebunden werden? Es sollen schließlich dort mal 10 bis 12.000 Menschen leben. Und Gudrun Küstner möchte gerne wissen, freiwilliger Autoverzicht klappt erfahrungsgemäß nicht. Gibt es gesetzliche Regelungen, sind die geplant? Einfahrverbote, keine Parkplätze. Das geht dann wieder in Richtung, was eben schon zur Sprache kam, autoarm, autofrei. Was gibt es da für Konzepte für das Schumacher-Quartier? Beziehungsweise auch interessant über das Schumacher-Quartier hinaus. Was können wir da in anderen Quartieren erreichen? Was kann ein Modellprojekt sein? Wie ist da im Moment gerade der Arbeitsstand? Ja, man könnte fast Herrn Bouteiller dazu einladen, zum Schumacher-Quartier zu sprechen, aber ich versuche es dann auch. Aber ich fange mal an mit der Erschließung des ÖPNV. Wir haben ja schon eine U-Bahn-Linie in der Nähe, am Kurt-Schumacher-Platz auch, die Richtung Alt-Tegel, die U6. Wir planen gerade die Straßenbahn von Jungfernheide, die dann über Urban Tech Republic, jetziger Tegel oder ehemaliger Tegel Flughafen, Richtung Kurt-Schumacher-Quartier verlaufen wird. Übrigens dann auch später im späteren Verlauf im westlichen Abzweig Richtung Spandau erhalten soll. Diese Straßenbahn ist natürlich exakt in der Führung geplant, zu Ende geplant. Es gibt da mehrere Varianten. Eine davon führt in der Tat auch durchs Quartier. Muss man natürlich abwägen, irgendwann möchte man das. Die modernen Straßenbahnen sind zwar nicht mehr laut, aber man hört sie wahrscheinlich doch ein bisschen. Und wenn man viel Aufenthaltsraum schaffen will, sollte man die Straßenbahn vielleicht eher so am Rande führen. Das ist im Moment noch nicht entschieden. Da wird es verschiedene Varianten geben.
Relativ klar ist aber, dass innerhalb des Schumacher Quartiers kein Durchgangsverkehr sein soll für Fahrzeuge. Es sollen Mischverkehrsflächen sein, wo eben tatsächlich sehr viel Aufenthaltsqualität ist mit ganz wenig Abstellmöglichkeiten, sondern Abstellmöglichkeiten für Personen, die mobilitätseingeschränkt sind oder mal besonders schwere Güter zu transportieren haben, aber natürlich auch für Rettungswagen oder Ähnliches. Wie die exakte Gestaltung aussieht, die ist, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende geplant. Aber man wird dann irgendwo an den Rändern natürlich sehen und durch entsprechende Maßnahmen die Einfahrt von Autos, Fahrzeugen verhindern, sodass man dann intern tatsächlich ein sehr, sehr schönes Wohn- und Aufenthaltsquartier hat. So viel erstmal dazu. Dankeschön, Ingmar Strese. Es gibt direkt eine weitere Frage aus dem Verkehrsbereich, die nach der Baulandentwicklung bei den Projekten fragt, beziehungsweise wird es eine Verkehrserschließung geben, die bereits den ersten Bewohnerinnen vor Ort den Verzicht aufs Auto ermöglicht. Es wäre sehr schön, wenn Sie, Herr Strese, dazu nochmal antworten können. Aber dann gerne auch im Anschluss daran der Herr Lange und der Herr Oltmann, sofern Sie da aus ihrer praktischen Erfahrung antworten können. Das ist in der Tat das Ziel, dass man in Neubaugebieten immer ein gutes, starkes ÖPNV-Angebot schafft, aber auch ein Angebot an manchen Gebieten zu guten Radwegen oder Radschnellverbindungen, auch die Pendlerverbindung mit dem I-2030-Konzept, wo die S-Bahn oder auch Bahnverbindungen quasi so sternförmig zwischen Brandenburg und Berlin, der Metropolregion, neu errichtet werden sollen, ergänzt werden sollen, auch gerade in den Korridoren, Baukorridoren der Stadtquartiere der Neuen. Da ist eine Menge in Planung. Es hängt natürlich auch viel davon ab, ob ein Quartier von Anfang an als autoarm oder autofrei gestaltet wird. Zum Beispiel der erste kleine Quartier im Buch an der S-Bahn direkt, das wird autofrei gestaltet. Da ist die S-Bahn-Station aber wirklich nur wenige Minuten oder nur wenige Meter, je nachdem, wo man dort wohnt, entfernt. Und auch an manchen Gebieten, wie zum Beispiel dem Pankower Tor, da führt dann ja auch demnächst der Panker Trail als Radschnellverbindung durch, wo man dann auch sehr schnell mit dem Fahrrad weg wäre. Straßenbahn wird auch dort neu gebaut, die Tangente Pankow Richtung Heinersdorf. Also insofern behalten wir das früh im Blick, sodass da eine Möglichkeit da ist, bei den neuen Baugebieten gleichzeitig oder frühzeitig schon aufs Auto gleich verzichten zu können. Dankeschön, Herr Strese. Herr Dr. Lang, haben Sie aus Ihrer praktischen Erfahrung, das wäre total toll. Ich kann gerne kurz anschließen. Und zwar erstens, es muss natürlich so sein, wenn wir autoarme Quartiere haben möchten, dann müssen die von Anfang an auch so nutzbar sein, weil sonst würden ja nur Leute einziehen, die eben dann doch ein Auto mitbringen. Und das bleibt dann in der Regel auch. Und das andere ist, dass wir ja andererseits beispielsweise in Wien die Seestadt Aspern, die morgen noch drankommt, nicht weit draußen vor der Stadt etwas bauen, wo man nur hinkommt, wenn dort eine neue Infrastruktur ist, sondern wir bauen immer in der Stadt. Aber, und das ist wichtig, in der Regel mit schon überlasteten Verkehrsinfrastrukturen in der Nachbarschaft. Das ist sehr schön beim Blankenburger Süden oder sehr grässlich beim Blankenburger Süden, aber sehr einfach dort zu sehen. Das ist aber auch bei der Siemensstadt so, dass dort die Verkehrsinfrastruktur ja heute auch schon überlastet ist. Gleichwohl wird dort heute bereits Wohnungsbau auch in der Nachbarschaft gemacht. Und um die überhaupt genehmigen zu können, um sie überhaupt nutzen zu können, sind dort Übergangslösungen nötig mit zusätzlichen Buskonzepten, die in der Zeit, bis die Siemensbahn gebaut ist, bis die Trambahntrassen gebaut sind, dann eben es schon ermöglichen, dorthin zu ziehen und sich nicht erstmal ein Auto kaufen zu müssen oder auch nur mit dem Fahrrad fahren zu können, wenn man dort wohnen möchte. Also es muss so sein, es geht gar nicht anders, es ist nicht nur konzeptionell so, sondern sonst kommen die Leute ja gar nicht hin oder weg in einer Stadt wie Berlin. Dankeschön, Herr Dr. Lang. Herr Oltmann, Tempelhof-Schöneberg ist ja jetzt eher ein innenstädtischer Dichterbezirk. Wie funktioniert da die Planung ÖPNV, neue Wohnungsbauquartiere auf Bezirksebene? Ja, wir haben sowohl die urbanen Stadtquartiere, wie zum Beispiel die Nachverdichtung an Mühlenberg oder das Stadtquartier am Südkreuz. Überall dort sind öffentliche Anbindungspunkte für öffentliche Verkehre an der Stelle. Aber wir haben auch dörfliche Strukturen wie in Marienfelde oder Einfamilienhaussiedlungen wie in Lichtenrade an der Stelle. Also Tempelhof-Schöneberg
kann mit der ganzen Vielfalt von Berlins an der Stelle aufwarten. Aber lassen Sie mich zu dem Punkt kommen, wie können wir sozusagen dafür einen Beitrag leisten, dass die Menschen auf ihr eigenes Auto verzichten. Das ist das umfassende Mobilitätskonzept, was für jedes Bauvorhaben zu entwickeln ist. Das halte ich für zwingend erforderlich. Und es ist wichtig, dass solche neuen Quartiere, insbesondere dort, wo wir in Größenordnung nachverdichten, diese an bereits gut angebundene öffentliche Verkehre anschließen können. Also die neue Mitte Tempelhof ist so ein Beispiel, aber auch das Wohnquartier in Lichtenrade, was direkt am S-Bahnhof gelegen ist, und die von mir angesprochenen Marienhöfe ebenfalls direkt am S-Bahnhof gelegen. Daneben brauchen wir wie die angesprochenen Komfortsituationen für den Fahrradverkehr und neue Wege durch das jeweilige Quartier. Wir brauchen aber auch Angebote, die darauf setzen, dass wir uns Verkehrsträger teilen können. Da ist nicht nur das Auto gemeint, sondern da sind auch das Lastenfahrrad gemeint und möglicherweise auch der Rollerverkehr für kurze Wege, die man möglicherweise so zurücklegt an der Stelle. Also die Vielfalt ist da entsprechend aufzurufen, und wir sind wirklich aufgefordert, die Bauherren dazu anzuhalten, mehr zu machen als das, was gesetzlich vorgegeben ist, damit es dann auch zu einem guten, nachhaltigen, erfolgreichen Quartier kommt. Vielen Dank, Herr Oltmann. Ich freue mich weiterhin über ganz viele Fragen an alle drei meiner Gäste. Das Thema Verkehr ist hier gerade etwas, was irgendwie sehr im Zentrum des Interesses steht. Es gab aber aus dem vorherigen Bereich einige Fragen zum Thema Besitzerinnen, Investorinnen. Es gab die Frage, wer wird die Quartiere bauen, wer wird die Grundstücke besitzen. Herr Dr. Lang, wie sieht es aus mit Erbbaurecht, Konzeptverfahren? Sind das Modelle, die wir verfolgen, die wir verfolgen wollen? Was sind die Kriterien dafür? Wann wollen wir das machen? Und was sind insgesamt die Erfahrungen damit? Das ist im Prinzip die bodenpolitische Grundlinie in Berlin inzwischen, dass wir Grundstücke, die im Landeseigentum sind, die aber von anderen bebaut werden sollen. Das ist prototypisch eigentlich immer die Genossenschaft, wenn man an den Wohnungsbau denkt. Da ist aber durchaus auch eine Baugruppe mal vorstellbar. Das gilt aber auch für Wirtschaftsunternehmen. Also wenn wir beispielsweise in Adlershof Grundstücke in dieser ehemaligen Entwicklungsmaßnahme für produzierendes Gewerbe vergeben, verkaufen wir die nicht, sondern wir vergeben ein Erbbaurecht. Das bedeutet ja faktisch, dass der Erbbaurechtsnehmer dort dieselben Möglichkeiten hat, auf dem Grundstück etwas zu machen, wie wenn er es gekauft hätte, nur dass die Stadt Berlin das Eigentum behält und einen regelmäßigen Erbbauzins bekommt, also eine niedrige jährliche Einnahme oder monatliche Einnahme im Vergleich zu einmal verkaufen, aber eben dauerhaft. Und zweitens, dass man über den Erbbauvertrag Auflagen zur Nutzung dieses Grundstückes machen kann, also beispielsweise dort sozialen Wohnungsbau zu machen oder dass dort nur eine Genossenschaft Wohnungen haben kann und man ein Vorkaufsrecht hat, wenn das Grundstück wieder verkauft werden sollte, vergleichbar ist. Erbbaurecht gibt es schon sehr lange. Es gibt es auch in Berlin schon sehr lange. Man hat in Berlin sehr durchwachsene Erfahrungen damit gemacht, weil so bis vor circa einem Jahrzehnt das sehr alte Erbbaurechtsverträge waren, die teilweise sehr hohe Zinsen hatten. Wenn wir heute neue Erbbaurechte vergeben, tun wir das zu niedrigen Zinsen, weil diesen Erbbaurechtszins gegenübersteht normalerweise die Nutzungsauflage. Also wenn ein Grundstück nicht zum höchstmöglichen Preis verkauft wird, sondern über ein Konzeptverfahren an eine Genossenschaft beispielsweise geht oder an eine Baugruppe, dann ist damit ja verbunden auch eine Einschränkung der Verfügung über das Grundstück, dass man dann eben nicht etwas Hochpreisiges baut und teuer verkaufen kann, sondern dass dort eben bezahlbares Wohnen auf Dauer entstehen soll. Deswegen ist der Erbbauzins entsprechend niedriger und wird auch regelmäßig vom Senat festgestellt und von der BIM dann entsprechend vergeben. Das ist inzwischen übliche Praxis. Wir haben noch nicht sehr viele Fälle davon, weil diese Konzeptverfahren in der Regel sehr lange dauern. Und da muss man auch mal dran denken, weil wir eben nicht viele Grundstücke übrig haben. Die meisten Grundstücke, die Berlin noch hat, die nicht verkauft worden sind in der Zeit der großen Armut, der Haushaltspleite, die werden jetzt gerade eben entwickelt für landeseigenen Wohnungsbau, für Schulbau und Vergleichbares. Und die wenigen Grundstücke, die man dann weitergeben möchte, es wurde genannt beim Schumacher-Quartier und Herr Gerlach sagt das auch beim Blankenburger Süden, dass dort ja Grundstücke weitervergeben werden sollen, die sollen per Konzeptverfahren vergeben werden. Es sei denn, es gibt praktisch einen ganz eindeutigen Fall, dass man nur einen hat, an dem man das vergeben kann. Also beispielsweise eine Fabrik, die ihr Gelände erweitert, oder eine Genossenschaft, die eine kleine zusätzliche Fläche übernimmt.
Dann gibt es auch das Instrument der Direktvergabe, aber ansonsten gelten die Grundprinzipien, erst Konzeptverfahren und dann Erbbaurecht. Vielen Dank, Herr Dr. Lang. Also der Rest des Tafelsilbers wird auf gar keinen Fall mehr verscherbelt. Eine Nachfrage habe ich noch. Jetzt gibt es immer wieder Bauträger, die auch kritisieren, dass ihnen Erbbaupacht nicht so gut ins Konzept passt. Welche Bauträger sprechen wir denn jetzt genau mit diesem Konzept besonders an? Sind das die, die wir wollen tatsächlich, oder müssen wir da vielleicht noch andere Ansprachekonzepte uns überlegen? Ja, da gibt es zwei Arten von Kritik am Erbbaurecht. Die eine Kritik betrifft die Finanzierungsmöglichkeiten. Es gibt Banken, die sich damit ein bisschen schwer tun, aber es ist für die Banken faktisch kein Unterschied, weil eben nicht das Grundstück zu finanzieren ist, sondern nur die Baukosten. Das heißt, eigentlich braucht man das Grundstück auch nicht als Sicherheit, weil man hat als Sicherheit ja den Erbbaurechtsvertrag, der sehr lange läuft, dass man dieses Grundstück tatsächlich auch nutzen kann. Und ansonsten braucht man den Kredit ja eben gerade nicht, um das Grundstück zu kaufen, sondern dafür hat man ja das Erbbaurecht, wofür man den Erbbauzins bezahlt. Das ist die eine Richtung. Das ist, glaube ich, ein sehr einfach lösbares Problem. Die andere Kritik kommt vor allem aus dem Kreis der Genossenschaften. Die finde ich ein bisschen nachvollziehbarer, weil die Genossenschaft sagt normalerweise, wir wollen das Grundstück für uns selber haben, dann haben wir es im Eigentum. Und wir sind ja eigentlich auch diejenigen, die der Staat gar nicht besonders steuern muss, weil wir gewährleisten ja, dass wir auf ewig bezahlbaren Wohnraum hier schaffen. Das ist aus meiner Sicht einer der wenigen Bereiche, wo man über Ausnahmen sinnvoll nachdenken kann, wenn es am Ende um den Zweck geht, dass man dauerhaft diese Fläche gemeinwohlorientiert nutzt. Es beißt aber die Maus keinen Faden ab, wenn wir sagen, wie Sie es eingeführt haben, wir verkaufen den letzten Rest des Tafelsilbers nicht mehr, sondern wir wollen das Vermögen nicht nur erweitern, indem wir dazu kaufen, sondern wir wollen es auch sichern, indem wir eben nicht wieder abgeben, dass man dann die Flächen per Erbbaurecht vergibt. Es gibt sehr viele Kommunen, die machen das seit Jahrhunderten oder seit 100 Jahren. Da funktioniert das wunderbar. Und wenn jeder, der in solchen Kommunen bauen möchte, weiß, wenn ich hier bauen möchte auf dem städtischen Grundstück, geht das nur per Erbbaurecht, dann wird das normalerweise auch so gemacht. Da ist auch einfach entscheidend, man macht keine Ausnahmen. Man ist auch in guter Gesellschaft. Die katholische Kirche beispielsweise macht das seit Jahrhunderten und sie ist darüber nicht arm geworden. Deswegen ist das eigentlich ein normaler Teil einer modernen Bodenpolitik, wo man Vermögen dauerhaft sichert und eben auch die Nutzung dieses Vermögens dauerhaft sichert. Da muss man noch ein bisschen mehr dafür werden. Dankeschön, Herr Dr. Lang. Herr Oltmann, wie sieht das mit den privaten Flächen aus? Ja, das ist ein sensibler Punkt. Gerade ein Bezirk wie Tempelhof-Schöneberg, der nicht damit glänzen kann, viele öffentliche Flächen zur Verfügung zu haben, muss damit zurechtkommen, dass wir mit privaten Eigentümern und Bauherren zusammenarbeiten und kooperieren. Kooperation steht sowieso auf der Tagesordnung und da muss man sich dann die Frage stellen, sind wir in den bezirklichen Stadtentwicklungsämtern dafür richtig aufgestellt? Wir werden jedenfalls das Prinzip umkehren, dass wir nur noch darauf warten, dass die privaten Bauherren bei uns ihre Bauvorhaben vorstellen und wir dann darauf reagieren müssen, ob das mit dem Planungsrecht in Einklang steht. Wir wollen bei uns eine regionale Entwicklungsplanung weiter ausbauen und wir werden eine neue Gruppe schaffen, die nennt sich strategisches Flächenmanagement, mit dem wir dann in der Lage sein werden, eigene städtebauliche Konzepte zu entwickeln an strategisch wichtigen Grundstücksmomenten, wo wir dann unsere städtebauliche Konzeption sozusagen dem privaten Bauherrn, dem privaten Eigentümer offerieren. Und dann gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten. Entweder wir entwickeln das Grundstück gemeinsam, also es bleibt sozusagen im privaten Besitz. Vielleicht gibt es auch die Gelegenheit, das Grundstück zu erwerben an der Stelle oder wir versuchen durch eine städtebauliche Rahmensetzung dieses Grundstück entwickeln zu lassen. Ich glaube, dass wir in Sachen Kooperation noch ganz viel Luft nach oben an der Stelle haben. Wir müssen uns nur von dem Gedanken lösen, dass jeweils immer der private Investor der Impulsgeber ist. Ich glaube, dass die öffentliche Hand sehr gut daran tut, eine eigene städtebauliche Entwicklungsperspektive für ihren Bereich aufzuzeigen und die auch dann tatsächlich versucht umzusetzen an der Stelle. Und dann wird man sich wundern, wie viele private Investoren dann auch für die Fragestellung offen sind, was können wir insgesamt für das Gemeinwohl an Mehrwerten tatsächlich schaffen. Da geht es nicht nur um die neuen Wege, sondern da geht es auch um die soziale Infrastruktur. Es ist ja ganz erstaunlich, dass im Grunde genommen das kooperative Baulandmodell gar nicht so viel Magendrücken auslöst bei den privaten Investoren, sondern es immer um die Frage geht, wie lässt sich das dann tatsächlich baulich
integrieren und umsetzen an der Stelle. Und das sind spannende Herausforderungen. Das, finde ich, macht auch den Spaßfaktor aus, was soziale Stadtentwicklung für die Zukunft bedeutet. Dankeschön, Herrn Oltmann. Ich habe eine Frage von Birgit Uhl, die sagt, dass die Konzepte der neuen Stadtquartiere vor allem Konzepte für junge, also gesundheitlich fitte Menschen sind, die sich eben noch sehr frei bewegen können, die Barrieren auch leichter überwinden können. Und sie fragt sich, ob in den neuen Quartieren keine älteren Menschen gewünscht sind. Ist das so? Oder was gibt es hier in Berlin für Konzepte, um auch älteren Menschen das Leben in den schönen neuen Stadtquartieren zu ermöglichen? Herr Oltmann. Da kann ich nur beipflichten und sagen, die gemischten Stadtquartiere, die jetzt neu entstehen, sollten natürlich, ich sag mal so, von der Wiege bis zur Bahre alles an Dienstleistungen, aber auch an Wohnqualitäten aufzeigen, die es einem ermöglichen, zumindest theoretisch in seinem Wohnquartier vom Baby bis zum Greisenalter wohnen bleiben zu können an der Stelle. Und da kommt der Dienstleistungsfaktor auch nochmal ins Spiel, neben der Frage der Barrierefreiheit, die auch für Familien mit Kinderwagen und dergleichen mehr sehr wichtig ist, ist eben auch der Dienstleistungsfaktor von entscheidender Bedeutung. Das bezieht sich nicht nur auf die Kita um die Ecke und die Einkaufsmöglichkeiten und die kurzen Wege zum ÖPNV, sondern auch über die Fragestellung, wie kann es denn gelingen, dass die Menschen so lange, wie es irgendwie möglich ist, in ihrer eigenen Umgebung, in ihrer eigenen Wohnung wohnen bleiben können. Und da, finde ich, haben zum Beispiel die städtischen Wohnungsbaugesellschaften DGWO und Stadt und Land mit der SOFIA ein schönes Beispiel geschaffen, was als Vorbild dienen kann, nämlich kleine Module zu schaffen, die zunächst einmal mit einer Einkaufshilfe beginnen oder mit einem Warnsystem beginnen für Menschen, die in ein gewisses Alter kommen und die dann dieses Dienstleistungsangebot Stück für Stück ausbaufähig halten. Das heißt mit anderen Worten, es sollte dann auch so möglich sein, dass wenn man seine eigene Wohnung verlassen muss, dass das möglicherweise dann in einem betreuten Wohnen sozusagen dies weiterhin möglich ist. Und das sollte in einem Quartier auch seinen entsprechenden Baustein finden. Wichtig für uns, glaube ich, ist, dass wir, wenn wir in Richtung Zukunft denken, dass wir uns darauf gefasst machen müssen, dass wir enger zusammenrücken müssen. Und an dieser Stelle, dieses enger Zusammenrücken, da braucht es eben die Qualität des sozialen Miteinanders und der sozialen Dienstleistungsangebote. Das ist von entscheidender Bedeutung. Das bezieht sich auch auf die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen, die zum Beispiel heißen Reinigung, Handwerker. Die sollten eben nicht von außen anreisen müssen, sondern sollten ihre entsprechenden Einheiten und Räume auch vor Ort vorhalten. Danke, Herr Oltmann. Wenn ich das richtig gesehen habe, hatte sich Herr Lang auch dazu gemeldet und auf jeden Fall auch der Strese. Herr Lang zuerst. Nur die kurze Ergänzung. Herr Oltmann hat alles eigentlich schon gesagt, mit einer kleinen Ausnahme, die ich noch ergänzen möchte. Es ist immer leichter, im Neubau Barrierefreiheit herzustellen. Das gilt sowohl für die Wohnung als auch für die restliche Infrastruktur. Insofern müsste es für diejenigen älteren Menschen, die Barrierefreiheit brauchen, im Zweifel leichter sein, im Neubauquartier angemessene Wohnungs- und Lebensbedingungen zu finden als in dem klassischen Altbau. Dankeschön, Herr Dr. Lang. Und Herr Strese, als Verkehrsstaatssekretär ist natürlich Barrierefreiheit auch immer ein Thema oder haben Sie noch eine andere Anmerkung dazu? Nee, das passt direkt dazu. Wenn ich mir das Kurt-Schumacher-Quartier nochmal vor Augen vorstelle, wie ich es mir ungefähr vorstellen kann, wie es aussehen könnte, ist es ja ein Quartier, das Wohnbau hat, aber eben auch andere Aspekte wie Schule, Läden, sodass man auch bei vielen anderen Quartieren eben kurze Wege hat. War vorhin auch schon im Chat statt der kurzen Wege. Das kommt Älteren bestimmt auch entgegen. Und für die, die tatsächlich weiter mobil sein sollen, werden in solchen Quartieren natürlich auch so Mobilitätshubs, so Knoten mit verschiedenen Mobilitätsangeboten da sein. Übergang zum ÖPNV, Leihwagen, Scooter, Räder, was man auch braucht. Und natürlich wird es in solchen Gebieten auch immer für mobilitätseingeschränkte Personen dann auch Möglichkeiten geben, direkt bis ans Haus zu fahren. All das wird die Neubaugebiete bestimmt genauso attraktiv für Ältere wie für Jüngere machen.
Dankeschön, Herr Strese. Ich habe jetzt eine Frage zur Verdichtung, und zwar von Franziska Eichstätt-Bohlig. Sie fragt, warum Berlin bei den Abstandsregeln bei 0,4 Höhe in der Bauordnung bleibt, statt wie in der Koalitionsvereinbarung verabredet auf 0,5 zu gehen. Wir haben doch nicht jahrzehntelang daran gearbeitet, die Überverdichtung der Gründerzeitbebauung zu reduzieren, damit jetzt wieder Block-Innenbereiche vollgestopft wird. Also das Modell der Schwammstadt. Das ist jetzt fast eher eine Frage an mich als Abgeordnete, aber trotzdem gibt es natürlich bestimmt von Ihnen auch eine Meinung zur Verdichtung, 0,4 oder 0,5. Wer möchte dazu ein Statement abgeben? Der Herr Oltmann, sehr gerne. Auch, ich bin an der Stelle weniger dogmatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir kommt es darauf an, welche Qualitäten können wir in den jeweiligen Nachverdichtungsprojekten tatsächlich gewährleisten. Und da ist es für mich sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass wir, wenn wir kompakt bauen, dass wir dann aber auch genügend Grünflächen übrig behalten für die Bewohnerschaft an der Stelle. Das macht dann auch eine gewisse Qualität aus. Es ist, glaube ich, für mich nicht so sehr entscheidend, mit welchen Abstandsflächen wir am Ende des Tages umgehen, sondern was bleibt am Ende des Tages an Qualität übrig. Und das ist dann mitunter leider eine Einzelfallentscheidung, die so oder so ausfallen kann. Dankeschön. Ich würde da gerne noch einen anderen Aspekt beisteuern. Sehr gerne. Weil das ja auch so ein zweiständiges Schwert ist. Natürlich wollen wir so wenig wie möglich Fläche verbauen, indem wir gewisses Maß in die Höhe gehen und gewisse Abstände verringern. Andererseits kann man das, sollte man das auch nicht übertreiben. Das heißt, man muss so einen Mittelweg finden, dass man nicht total versiegelt, sondern dass man eben auch noch Versickerungsflächen behält, auch eben die Möglichkeit zu flanieren, sich aufzuhalten, draußen zu sein. Insofern ist natürlich flächensparendes Wohnen ein total wichtiger Punkt, aber nicht der allein wichtigste. Man muss es gut abwägen mit anderen wichtigen Gütern. Dankeschön, Herr Strese. Ich habe noch eine ganz wunderbare allgemeine Frage von Tobias Darge. Werden die Quartiere klimaneutral werden? Eine Frage, die uns bestimmt alle interessiert. Da gibt es natürlich zwei Aspekte. Einmal klimaneutral im Bau. Da geht es dann um Baustoffe, vielleicht Urban Mining, Recycling. Holzbau hatten wir schon angesprochen. Dann aber natürlich auch klimaneutral im Betrieb. Wie ist das mit der Energieversorgung und der Müllentsorgung? Herr Strese, vielleicht möchten Sie da gleich weiter anschließen. Also vielleicht fangen wir nicht bei 100% klimaneutral an, sondern Richtung klimaneutral oder immer klimaneutraler. Wir als Land haben ja das Ziel, die Emissionen weitestgehend zu senken, am Paris-Ziel orientiert, arbeiten gerade, haben einen neuen Entwurf im Abgeordnetenhaus zum Energiewirtschaftsgesetz. Vielleicht gibt es da noch neue Quoten, an denen wir uns orientieren, auf jeden Fall Richtung Klimaschutz. Das bedeutet für neue Quartiere natürlich auch, dass sie die Baustoffe möglichst ökologisch und klimafreundlich auswählen, dass eben tatsächlich die Verkehrswege möglichst ökologisch stattfinden, aber dass auch tatsächlich die Energieversorgung dort entsprechend stattfindet. Berlin hat ein hohes Maß an Ökostrom, das ist beim Strombezug. Aber wenn wir Heizen nehmen, ist bisher sehr viel Fernwärme. Da gehen wir aber Stück für Stück aus den fossilen Stoffen in Berlin ja raus. Zunächst aus der Kohle heraus und später aus dem Gas. Sodass man dann andere Stoffe perspektivisch haben wird, sodass eben tatsächlich alle Aspekte abgedeckt werden. Und wir wollen ja auch Richtung Solar, sodass die Anlage von Solarflächen an Fassaden oder auf Dächern in öffentlichen Gebäuden haben wir schon vorgeschrieben und demnächst bei privaten auch mehr und mehr eingesetzt wird. Insofern würde ich sagen, wir gehen Richtung Klimafreundlichkeit, auch in größeren Schritten, ist aber natürlich ein Weg von einigen und mehreren Jahren. Dankeschön, Herr Strese. Herr Oltmann, wie werden in Tempelhof-Schöneberg die Quartiere klimaneutral gebaut? Und da gibt es auch gleich eine ganz spezielle Frage von Titus. Welche Vorgaben der Bezirk dem privaten Bauherrn speziell in Bezug auf minimierten Energieverbrauch, maximale Nutzung von erneuerbaren Energien und Ressourcenschutz machen?
Da müssen wir auseinanderhalten zwischen dem, was rechtlich geboten ist, was also im Baugesetzbuch verankert ist, und das, was wir tatsächlich rechtlich umsetzen können und wohin wir die Bauherren beraten. Also gesetzlich möglich ist es, Gebiete auszuweisen, wo eine regenerative Energienpflicht besteht. Das haben wir aber in den seltensten Fällen an der Stelle. Also können wir die Frage der regenerativen Energien momentan noch nicht verpflichtend auferlegen. Wir beraten aber die Bauherren in diese Richtung. Also um das wieder an diesem Beispiel Marienhöfe festzumachen, wir werden dort ein Bauvorhaben haben, was einerseits mit Geothermie arbeiten wird und andererseits aber auch eine Platin-Zertifizierung anstrebt. Das heißt, eben alle Aspekte des nachhaltigen Bauens versucht zu verwirklichen. Das ist die Klima- und die ökologische Frage ist natürlich da von herausragender Bedeutung, aber die ökonomischen und sozialen Fragestellungen, gerade diese nachhaltig so zu gestalten, dass das Quartier auch für die nächsten Generationen angenommen wird, die darf man an der Stelle nicht vernachlässigen. Ich würde mir wünschen, wir würden das immer auch zusammendenken, auch bei dieser Fragestellung der Klimaneutralität. Dankeschön, Herr Oltmann. Herr Dr. Lang, können wir überzeugen oder brauchen wir mehr Gesetze für Klimaneutralität? Ich glaube, dafür brauchen wir beides. Also am regulativen Rahmen wird ja gearbeitet. Wir haben jetzt demnächst das Solargesetz vor uns. Also Berlin arbeitet, wie andere auch, daran, dass wir die Regeln dahin optimieren, dass wir möglichst klimaneutral werden. Und zugleich muss man auch dafür überzeugen, dass es wie in anderen Lebensbereichen auch. Es wird immer beides brauchen und am Ende wird sehr vieles auch über den Preis funktionieren. Denn wer nicht klimafreundlich sich verhält, wird immer teurer wirtschaften müssen. Und deswegen glaube ich, dass es da nicht eine Frage des Entweder-Oder ist, sondern wir müssen auf allen Wegen dafür sorgen, dass wir möglichst klimagerecht hier leben und in die Richtung gehen, wie meine beiden Vorredner ja für die Quartiere auch schon vorgezeichnet haben. Vielen Dank, Herr Dr. Lang. Und zum Abschluss habe ich noch einen Fragenkomplex, wo es um den Wohnflächenverbrauch geht. Andreas Rietz fragt, ob es Überlegungen zum Suffizienzansatz gibt, also eine bessere Nutzung des Wohnungsbestandes, zum Beispiel Umverteilung von Wohnraum. Und Joachim Schmidt fragt, welche Ziele gibt es für den Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch für die neuen Quartiere? Wer von Ihnen hat sich damit schon beschäftigt? Herr Dr. Lang, sehr gerne. Ich kann da gerne mal kurz anfangen. Also zum Thema Wohnflächenverbrauch in den neuen Quartieren gibt es eine relativ einfache Annäherung. Da wir Neubau machen, durch städtische Wohnungsbaugesellschaften und durch Genossenschaften im Schwerpunkt, heißt das, es geht um Wohnungsunternehmen, die sehr, sehr daran bemüht sind, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Das bedeutet automatisch, dass man heutzutage relativ effiziente Grundrisse baut, also keine verschwenderischen riesigen Wohnungen, die eben sehr teuer sind, die man nicht für bezahlbare Mieten anbieten kann. Bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften ist es noch so, dass die eine Hälfte der Wohnung gefördert wird. Da gibt es ohnehin Höchstgrenzen in den Flächen. Und da baut man normalerweise die andere Hälfte nach demselben Typ. Bei den Genossenschaften ist es ähnlich. Die meisten Genossenschaften sind sehr daran orientiert, eben bezahlbare Mieten anzubieten für ihre Mitglieder. Die werden also auch keine sehr flächenverbrauchenden Wohnungen bauen. Da das der politische Schwerpunkt ist in der Wohnungsbaupolitik Berlins, bin ich relativ gelassen, was jetzt den Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch in den neuen Stadtquartieren angeht. Und Entschuldigung, was war die zweite Frage, die darüber hinausgehende war? Welche Ziele gibt es für den Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch bei den Quartieren und Suffizienzansatz, eventuell sogar Umverteilung von Wohnraum? Umverteilung von Wohnraum ist ganz schwierig. Also es gibt da verschiedenste Versuche dazu, weil es ja immer wieder die Diskussion gibt in Wohnungsnotlagen, dass wir sagen, ja, wenn wir ein bisschen besser den Wohnraum umverteilen würden, also wenn diejenigen, wo die Kinder ausgezogen sind oder der Lebenspartner gestorben ist, in die kleinere Wohnung umzieht, wäre doch viel gewonnen. Es gibt sehr viele Versuche, da über Wohnungstauschbörsen was zu machen. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben eine, ich finde, sehr, sehr, sehr angenehme Tauschbörse, wo du praktisch dieselbe Miete zahlst. Es wird ja noch der Umzug bezahlt. Es wird also sehr geholfen, dich zu verkleinern. Es wird aber sehr, sehr wenig genutzt. Also da gibt es keine großen Mengeneffekte. Das fände ich sehr wünschenswert, wenn da mehr gemacht wird. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass gerade Menschen, die sehr lange in der Wohnung gewohnt haben, da ungern ausziehen. Und nebenbei, wenn wir dafür sorgen, dass die Mieten bezahlbar bleiben, ist der Zwang ja auch bei den allermeisten nicht da, dass sie dort ausziehen müssen. Und das finde ich auch ein sehr wichtiges politisches Ziel, dass man also nicht, weil das Einkommen nicht mehr reicht, jetzt seine städtische Wohnung verlassen muss. Alles, was jetzt darüber hinausgeht, dass man
in Richtung einer Wohnraumbewirtschaftung geht und sagt, du darfst nur so und so viel Quadratmeter bewohnen, halte ich für ein Thema, was man sich sehr, sehr gut überlegen sollte, ob man das diskutieren möchte. Entschuldigung, jetzt hört man mich besser. Vielen Dank, Herr Dr. Lang. Herr Stres, Herr Holtmann, möchten Sie dazu noch ein Statement abgeben? Nö. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage, und zwar zu Grünflächen, Urban Gardening und in der Steigerung dann die Lebensmittelproduktion in städtischen Quartieren. Wir haben hier eine Teilnehmerin, der dieses Thema noch fehlt. Unsere Bauordnungen haben da offenbar keine Antworten. Haben Sie welche? Urban Gardening oder überhaupt Grünflächen? Eine allgemeine Antwort vorweggeben und Herr Oltmann vielleicht ein bisschen die präzisere, die auf Regelwerk oder so eingeht. Ich finde es sehr erstrebenswert. Stadtgrün insgesamt wollen wir ja auch fördern. Dazu kann natürlich auch Urban Gardening gehören. Natürlich muss dafür die Luft sauber sein, aber wird sie ja auch stärker, mehr und mehr. Wir werden ja auch demnächst Richtung Elektromobilität verstärkt gehen in Berlin. Also insofern, das Potenzial ist da. Wir werden ja auch Vorgaben für Dachbegrünung und Fassadenbegrünung demnächst machen. Da ist ja auch ein Referentenentwurf für die neue Bauordnung in der Verbändeanhörung gerade, wo solche Aspekte mit betrachtet werden. Insofern ist da sicherlich das Potenzial groß. Und jetzt würde ich gern, wenn erlaubt, Herrn Oltmann auch nochmal die Chance geben, das vielleicht anderweitig. Danke, sehr, 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 sehr gerne, auch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Soziale Stadtentwicklung tut sich ja nicht nur in dem Planungsrecht, also ist ja nicht nur der planungsrechtliche Raum gefragt, sondern hier kommt eben auch nochmal der Aspekt zum Tragen, was können wir mit der Nachbarschaft, mit der Anwohnerschaft gemeinsam entwickeln. Berlin hat ja die Organisationseinheiten für sozialräumliche Planungskoordination geschaffen, die eben nicht nur darauf abzielt, beim Neubau sozusagen beiseite zu stehen, sondern eben auch die Nachbarschaft zu aktivieren und mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen, um solche Projekte tatsächlich möglich zu machen. Mir ist es auch hier wichtig, dass solche Projekte und solche Einzelfälle sozusagen mit den privaten Bauherren gemeinsam diskutiert werden und dann in die Umsetzung kommen. Dankeschön. Herr Dr. Lang, möchten Sie noch ein Statement zum Urban Gardening abgeben? Ich kann mich da wunderbar anschließen, denn wir wollen ja weiter grüne Stadtquartiere haben. Das muss nicht heißen, dass wir riesige Gartenflächen für jeden brauchen. Aber das sind nicht nur die Dachgärten, das sollten durchaus auch die Mietergärten in den Flächen zwischen den Häusern sein. Und da finde ich, dass es sich sehr anbietet, dort eben auch die Lebensmittel anzubauen, die man hier selbst verbrauchen kann. Also das ist, glaube ich, bei allen Quartiersentwicklungen immer ein Thema, wo man heute auch sagt, das gehört heute dazu. Das machen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt ist unsere Zeit auch fast abgelaufen. Ich habe aber noch das Privileg, meinen drei Gästen ganz, ganz herzlich zu danken für diesen großen Rundumschlag durch die neuen Stadtquartiere in Berlin, aber auch zu vielen, vielen anderen Themen. Verkehr, der damit zusammenhängt, Besitzerinnenstrukturen. Das war, denke ich, eine sehr, sehr spannende und vielseitige Debatte, die wir gerade geführt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich am Freitag Nachmittag hier mit uns zusammen damit beschäftigt haben.